Den 25. hatte das Unternehmen noch ganz groß gefeiert. Das Fest zum 30. Geburtstag in diesem Jahr ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. 30 Jahre Wohnungsverwaltung Schmölln, für Peter Demuth von 1990 bis 2008 Geschäftsführer des Unternehmens, Anlass, seiner einstigen Wirkungsstätte einen Besuch abzustatten und der lokalen Presse Auskunft zu geben. Gesprächsrunde in der Geschäftsführung, wenig später noch ein Foto auf dem Brückenplatz, einem der Schmuckstücke der Stadt. Das Wohnensemble hier nur ein Beispiel für den innerstädtischen Gestaltungswillen des kommunalen Wohnungsunternehmens. In seinem Bestand sind ca. 1500 Wohnungen. Wohnungen in der Heimstätte ebenso wie im Herzen Schmölls, etwa hier auf dem Markt. Dieses Haus gibt es in der heutigen Gestalt seit dem Jahr 2002. Der Markt 42, 43. Da wurde schon zu DDR-Zeiten gebaut. Ja, das hat der SPH nochmal erzählt. Das hat der SPH gemacht, genau. Der hat die DDR-Zeiten und da stand praktisch, wo die politische Wende kam, stand der Baukörper wohl da. Decken waren eingezogen und alles. Und dann ist im Verlauf der nächsten Zeit nach der sogenannten Wende ist das Haus in Angriff genommen worden und da haben wir es dann hergeholt. Die Erker geplant als neuer Anbau. Die Überraschung damals, der Denkmalschutz hatte keine Einwände. Peter Demuth weiß den Wortlaut der Mitteilung noch genau. Es kann ruhig ein Baukörper sein, kann jeder sehen, dass der nicht von Haus aus zum Haus gehört. Dann haben wir das dann so gemacht. Ja, nur statt die Bibliothek rein, die Finanzierung ist dann auch gut gegangen. Und ja, das war Übergangszeit. Ja. Nur ein paar Meter weiter die Wohnanlage Stadtmitte in der Gößnitzer Straße. Schlüsselübergabe im September 2008, eine der letzten öffentlichen Amtshandlungen von Peter Demuth als WVS-Geschäftsführer. Eines von vielen Projekten, die dank Förderung durch Freistaat und Bund in Schmölln entstanden sind. Die Wohnanlage Stadtmitte im Jahr 2020 noch immer eine Augenweide. Es sieht immer fit aus, gut aus, gepflegt, die Anlagen, Kugelarm, alles gewachsen und schön. Und ist, wenn man reinkommt, hier im Innenhof ist eine Ruhe. Also, was will man sich mehr als Mieter wünschen, im Grunde genommen? Ist doch. Und nicht weit bis zum Markt, die 150 Meter, ist innerstädtische schöne Wohnanlage. Bauen in der Innenstadt. Schon frühzeitig hat sich die Wohnungsverwaltung Schmölln dieser Aufgabe angenommen. Ob hier am Kirchplatz oder in unmittelbarer Nachbarschaft in der Dammgasse. Die WVS hat Zeichen gesetzt und ist dafür auch geehrt worden. Einer von den zwei. Hier und Brückenplatz. Gell? Und Brückenplatz, Innovationspreis, ja. Verband der Wohnungswirtschaft Thüringen. Kann man schon stolz sein, gell? Die Heimstätte, Abschluss der gemeinsamen Stippvisite von Peter Demuth und Christian Blum. Die Häuserzeile am Finkenweg mit den Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und den Fahrstuhlanbauten auf der Rückseite, das jüngste große Modernisierungsvorhaben der Wohnungsverwaltung. Balkone und Fahrstühle, Trümpfe, mit der die einst tristen Plattenbauten Aufwertung erfuhren, noch heute punkten können. Angefangen hatte das alles hier in der Schönheider Straße. Inzwischen haben die Fassaden der Häuser schon ihren zweiten Neuanstrich erhalten. Die Wohnungen hier, die sind noch immer begehrt. So wie es aussieht, ist es voll vermietet. Ja. Ist auch immer bei der Besichtigung. Wenn du dann den Eckbalkon. Rundgang mit Peter Demuth und Christian Blum zu einigen Wegmarken in der Historie von 30 Jahren Wohnungsverwaltung Schmölln. Kleiner Vorgeschmack auf das, was es dann im kommenden Jahr zu feiern gibt. Bei einem großen Mieterfest mit einer Rückschau auf dann 31 Jahre Unternehmensgeschichte.